Adesso devo leggere una merda qua scritta in tedesco, no? Io leggo col culo e mi incazzo tutte le volte perché ci sono delle parole lunghe così e non riesco. Adesso ve lo ripeterò anche in inglese. I'm going to read something in German and I will get angry because they use to write words this long and then in this fucking test there is no commas, there is no period, there is nothing. It's just completely shit to read it. So let's see. Und der öffentliche Raum sowie der Verkehrssystem di Mobilität aller gewährleisten müssen. Man benötigt weniger Schulen und Kindertagesstätten, Kita. Dafür wünschen sich immer mehr ältere Menschen eine Betreuung in einer Kita ähnlichen Einrichtung für Senioren. Und vermutlich fördert die Generation 60 plus auch eine stärkere Berücksichtigung einer Interessen der Politik und Wirtschaft. Es ist wie Politik oder Politik? Politik. Scheiße. Schon zehnmal falsch gelesen. Neben den großen Herausforderungen für Kommunen und Gemeinden wird der demografische Wandel auch große Veränderungen in der Berufswelt in Gang setzen. Denn ab 2013 werden in Deutschland werden in Deutschland jährlich mehr Menschen in Renten gehen als in das Berufsleben einsteigen. Eine Konsequenz aus dem sich abzeichnenden, somewhere there is a period. Okay. Eine Konsequenz aus dem sich abzeichnenden Arbeitskräftemangel wird auf jeden Fall der spätere Eintritt aller Erwerbsstätigen ins Rentenalter sein. Und weil die Unternehmen zunehmend nicht auf ältere Arbeitnehmer verzichten können, werden flexibel Arbeitszeit und Arbeitsortmodelle entwickelt werden müssen, damit Arbeitnehmer trotz schwinden der körperlicher Kräfte lange arbeitsfähig bleiben.
Damit verbunden ist auch eine Umgestaltung der Bildungsangebote, denn demografischen Veränderungen wird bereits durch Studienangebote wie integrierte Gerontologie oder Demografie sowie Berufsbilder wie das eines Demografieberaters Rechnung getragen. Sie muss es sein, den demografischen Wandel als eine persönliche Bereicherung und ganzheitliche Herausforderung zum Verstehen und ihn als Entwicklung zu begreifen, die jedem Einzelnen von uns eine erhöhte Chance auf Selbstverwirklichung gibt. Denn ansonsten wird uns der notwendige Strukturwandel nur schwer gelingen. I hate the entire universe. Gerontologie, was? Okay.